perfekt. Wenn allen vier Bahnen dieses und dann miteinander vorgeht, dann hat er gut gearbeitet. 20 Jahre Rally Racing Carrera Cup RCCO. Wir haben beim Slotka Festival bei Volkswagen Motorsport in Hannover und bei der 20-Jahr-Feier im Hamburger Automuseum Prototyp reingeschaut, Eindrücke gesammelt und mit ein paar Beteiligten gesprochen. Viel Spaß beim Zuschauen und danke an unseren Gastgeber Thomas Vogt, dem die Ehre gebührt, durch das Programm zu führen. So, darf ich mal ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe sehr verehrte Gäste, liebe RCCO Racing Gemeinde, wie es sich bei einer Feier anlässlich eines 20-jährigen Jubiläums, also eines Geburtstages gehört, möchte ich doch ein paar begrüßende Worte an euch alle richten. Zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich zu unserer Geburtstagsparty der großen kleinen Rennserie hier ins Prototypmuseum gekommen seid. An dieser Stelle möchte ich mich, so gehört sich das auch bei einer solchen Veranstaltung, bei denjenigen bedanken, die diesen Abend möglich gemacht haben und auch möglich machen. Da fangen wir mal an bei Thomas König und Oliver Schmidt, die uns diese tolle Location hier zur Verfügung gestellt haben. Das ist, glaube ich, ein Applaus wert. Sind 20 Jahre genug Tradition für ein Museum? Ich glaube, es ist keine Frage der Länge einer Tradition, sondern die Frage der Intensität. Und ich sehe, jedes Jahr wird diese Veranstaltung bei jedem Rennen so intensiv gepflegt, finde ich faszinierend, wie man auch so viel Leidenschaft entwickeln kann. Und Leidenschaft ist unser Thema. Wir beschäftigen uns mit der Historie von Autos, mit dem, was drumherum entstanden ist. Da gehört viel Leidenschaft dazu. Und das erleben wir hier bei dem Jubiläum 20 Jahre RCCO. Hat das Mitfahren Spaß gemacht? Bisher ja. Ich war zwar noch nicht so richtig gut, aber ich bin, glaube ich, noch steigerungsfähig. Stefan Müller und Wolfgang Berghofer von B&M Marketing und Jörg Walz von der Schaeffler Gruppe, den Hauptsponsor des heutigen Abends. Danke an euch. Stefan, was bedeutet für dich RCCO? RCCO bedeutet für mich in erster Linie Spaß, Netzwerk, Miteinander, wie man hier sieht. Ein Haufen Leute, no names, no ranks, keiner ist wichtig. Jeder hat nur Freude an so einem Abend. Ihr seid ja auch Förderer, ne? Ja, wir sind Förderer, weil wir uns selber fördern sozusagen. Also wir befördern unseren eigenen Spaß und unsere eigene gute Laune. Und wenn man sieht, wer hier zugange ist aus der ganzen Autoindustrie, aus der Zubehörindustrie, dann zeigt es doch, dass bei allen diesen ganz akademischen Themen, die man so Tag für Tag hat, dass die einzige Insel ist, auf der man sich mal freundschaftlich treffen kann. Jörg, Schaeffler engagiert sich im Rallye Racing Carrera Cup. Naja, das ist ja eher ein kleines Engagement. Aber es sind auch kleine Autos und es sind spannende Autos. Es sind elektrische Autos. Schaeffler macht ja eine ganze Menge für das Auto, für Verbrenner, aber auch für die elektrischen Autos. Und insofern ist das irgendwie eine ganz nette Brücke. Und ein netter Branchentreff ist es jedes Mal. Und da lag das einfach nahe, zu sagen, sind wir eben auch dabei. Bravo! Dankeschön. Bei meiner Frau Tanja und meiner Tochter Johanna, die mir einmal im Monat freigeben und das schöne Hobby hier ausüben zu dürfen. Danke euch. Danke auch an Audi und Mike Rockenfeller, dass heute Abend nämlich ein aktueller Le Mans-Sieger hier unter uns ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Mike. Mike, letztes Wochenende noch DTM gefahren, jetzt hier ein bisschen mit Fernbedienung. Ja, also ist natürlich eine schöne Abwechslung. Ich bin das erste Mal hier in Hamburg. Und bin noch nicht so Slotcar erfahren, hatte schon die Möglichkeit, ein paar Mal beim DTM-Rennen zu fahren. Und der Thomas Vogt hat mich da immer gefragt, ob ich Lust habe. Hab ein bisschen Talent vielleicht bewiesen, aber habe, glaube ich, zu wenig Übung. Aber heute Abend ist natürlich eine schöne Gelegenheit, noch mal ein bisschen zu fahren und zu üben und die Leute kennenzulernen und ein bisschen Smalltalk zu halten. Hast du auch schon was von der Location gesehen? Noch nicht genug. Ich denke, dass ich nachher mal eine kleine Führung bekomme durchs Museum und die alten Autos mir anschauen kann. Also das Gebäude ist schon faszinierend. Die Bilder, die man hier sieht, gerade sowas von Le Mans natürlich von frühen Jahren zu sehen ist, das ist schon sehr schön. Und ich denke, es ist ein perfekter Ort, um hier so eine Veranstaltung zu machen. Eine organisatorische Sache soll ich euch noch sagen. Wer neben dem Rallye- und Slotcar-Fahren Lust hat, eine kleine Mini-Führung durch dieses wunderschöne Museum zu machen, es wird persönliche Führung geben für ganz kleine Gruppen. Bitte anmelden bei meiner Kollegin Julia Kopp. Es werden nicht alle gleichzeitig da durchgehen können. Meisten müssen ja auch Slotcar fahren, aber wer Interesse hat, bitte bei Julia melden. Es wird dann eine kleine Führung geben. Und ich sage euch, es lohnt sich.
Letzte Seite, keine Sorge mehr. Malte Dringenberg von Alpha ist, glaube ich, auch auf dem Weg hierher. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oliver Hilger von Porsche ist heute da. Auch André Dietzel von Volkswagen ist gerade eingetroffen. Auch euch vielen, vielen Dank für die Unterstützung in diesem Jahr und auch schon in den Jahren davor. Es sind ziemlich viele Porsches unterwegs, ne? Ja, das ist wie im echten Motorsport. Porsche ist der größte Rennwagenhersteller der Welt. Knapp 250 bis 300 Rennautos verkaufen wir jedes Jahr. Und scheinbar auch ein paar Slotcars. Porsche ist eigentlich von Anfang an immer mal wieder mit dabei gewesen beim Rally Racing Carrera Cup. Ich habe natürlich auch eine besondere Verbindung, weil ich auch mal in der Redaktion, in den Räumlichkeiten gearbeitet habe, vor mehr als 8 Jahren, wo alles angefangen hat. Und ja, unser Fotograf, unser Motorsportfotograf Bodo Krehling, setzt hier auch einen kleinen Elfer ein im Design des Porsche 911 GT3 R Hybrid, also Elektromobilität auf der großen Rennstrecke und eben hier auch auf der kleinen Rennstrecke. André, du bist selbst Teilnehmer beim RCCO, aber durch deinen Job auch Förderer. Ja, durchaus. Das ist hier eine tolle Sammlung von großen Kindern, würde ich mal sagen, die im Hauptberuf aber auch alle mit dem Auto infiziert sind. Und das ist ein toller Treffpunkt für die ganze Motorsportbranche. Und deswegen engagiert sich Volkswagen hier. Und du als Teilnehmer, wie viel Zeit investierst du? Ja, ich bin jetzt 10 Jahre dabei und habe nach einer sehr erfolglosen Saison als Konstrukteur dazu übergeschwenkt, nur noch als Herrenfahrer anzutreten und immer zu erwarten, dass ein Teamchef da ist, der mir ein Auto hinstellt. Das hat bis immer sehr gut geklappt und deswegen hält sich mein zeitlicher Aufwand an Grenzen. Ich weiß, dass die Vorbereitung der Autos sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich habe großen Respekt davor, vor denjenigen, die Autos so perfekt vorbereiten. Und last but not least an alle Teams und Teilnehmer der großen kleinen Rennserie, die seit vielen Jahren einmal im Monat für spannenden Sport und sehr, sehr viel gute Unterhaltung sorgen. Sag uns doch mal was zur Faszination RCCO. Die Menschen drumherum. Es geht gar nicht mehr so sehr um das Fahren, sondern es geht um die Menschen, um die Gespräche, die wir führen, den Schnack, den man hält und eben das Lustige drumherum. Das Fahren auch, klar, aber hauptsächlich das Lustige drumherum. Und auch Informationen, die man bekommt im Berufsleben, weil wir ja alle irgendwie so ein bisschen das Gleiche machen. Mehr oder weniger das Gleiche. Das ist einfach dieses Adrenalin, wo man sich gar nicht gegen wehren kann. Also ich bin 2 Stunden vorher aufgeregt und das bleibt auch den ganzen Abend so. Und ja, dann nebenbei wird noch ein bisschen gespielt, ne? Aber das macht es wahrscheinlich aus. Aber steckt richtig Ehrgeiz drin. Da steckt Ehrgeiz drin, vor allem wenn man so einen ehrgeizigen Technikchef hat wie ich, den Robert, der also wirklich da nächtelang tüftelt und so weiter. Und ich beschäftige mich eher mit dem Reglement und versuche da noch so ein paar Tricks zu sehen. Aber man nimmt es doch wirklich eine Woche vorm Rennen schon sehr ernst. König, was machst du da gerade? Ich versuche die Reifen und die Räder nochmal in den richtigen Abstand zu kriegen, damit die Achse nicht so viel Spiel hat. Das ist also auch eine sehr filigrane Technik hier, ja? Im Prinzip ist sie relativ einfach, aber man muss schon ein bisschen aufpassen und auch genau arbeiten. Macht das auch den Spaß an der Serie aus? Das macht sehr viel Spaß aus, ja. Unheimlich toll. Ich freue mich, dass einige unter den Gästen sind, die schon 1991 dabei waren, als der Rallye Racing Carrera Cup gegründet wurde. Leo Wieland zum Beispiel, der war damals Praktikant beim Springer Verlag. Heute ist er Chefredakteur von Motorsport Aktuell und auch immer ein Förderer der großen kleinen Rennserie und hat den weiten Weg von Zürich hierher auf sich genommen. Leopold Wieland, als Motorsportjournalist, wie sieht man dann so eine Serie RCCO? Auf den ersten Blick ist es ja eine große Spielerei für große Kinder. Aber mit der Professionalität, mit der die Kollegen das ja über 20 Jahre lang aufgebaut haben, kommt es dann schon wieder so nah an den richtigen Motorsport ran, dass man sagen muss, es hat verdammt viel von dem großen Motorsport und deshalb ist dieser Name, diese kleine große Motorsportserie auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ich komme einfach immer wieder gerne hierher oder dazu, schaue es mir an, habe in den Anfängen als Praktikant noch auf dem Boden knien selber nach der Arbeit diese Carrera-Bahn aufgebaut in den Büroräumen von Rally Racing damals. Und es ist einfach toll zu sehen, dass auch erwachsene Menschen so treu einer Sache bleiben und eben Motorsport auch in diesem kleinen Rahmen oder mit diesen kleinen Autos betreiben.